Talsperre Kromsdorf. Ein Pachtgewässer des Landesanglerverbandes Thüringen e.V., in welchem über viele Jahre ein artenreicher Fischbestand aufgebaut wurde. Kormorane. Aktuell die Hauptursache für den Zusammenbruch der heimischen Fischbestände in einer Vielzahl von Thüringer Gewässern. Der Kormoran. Phalacrocorax carbosinensis. Eine Vogelart, welche früher in Thüringen nur sehr vereinzelt als Durchzügler vorkam. Thüringen gehört historisch betrachtet nicht zum typischen Verbreitungsgebiet des Kormorans. Kormorane – eine ernste Bedrohung der biologischen Vielfalt. Untersuchungen der IUCN belegen, Fische sind deutlich stärker gefährdet als Vögel oder Säugetiere. Bereits 75% der heimischen Fischarten gelten in Deutschland als gefährdet oder ausgestorben. Studien belegen seit langem die dramatischen Auswirkungen des Kormorans auf unsere heimische Fischfauna. Nur noch 16 von 43 in Thüringen vorkommenden Fischarten gelten momentan als ungefährdet. Allein in den Jahren 2022-23 hat der Kormoran im Speicher Kromsdorf neben den ökologischen finanzielle Schäden in Höhe von über 25.000 Euro verursacht. Das Sterben geht aktuell weiter. Der Landesanglerverband Thüringen e.V. hatte im Jahr 2022 aufgrund des massiven Einfalls einer viel zu großen Zahl von Kormoranen in den Speicher Kromsdorf einen Antrag auf Vergrämungsabschuss gestellt. Dieser war zum Schutz von Flora und Fauna, insbesondere der heimischen Fischarten, dringend notwendig und auch nach der Thüringer Kormoranverordnung rechtskonform. Der Antrag wurde von den zuständigen Naturschutzbehörden abgelehnt, ohne dass objektive Gründe, welche gegen eine Regulierung des deutlich zu hohen Kormoranbestandes sprachen, vorlagen. Somit ging die Vernichtung unserer heimischen Fischarten im Speicher Kromsdorf auch 2023 ungezügelt weiter. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für diese nicht nachvollziehbare falsche Artenschutzpolitik, welche im Ergebnis hohe Folgekosten für die Allgemeinheit produziert? Wer entscheidet, welche Art ein größeres Anrecht auf Leben hat? Wer ersetzt den Zehntausenden Bürgerinnen und Bürgern, welche sich für den Biotop- und Fischartenschutz engagieren, den finanziellen Schaden, der jedes Jahr in Thüringen insgesamt deutlich über 1,5 Millionen Euro beträgt? Die Kosten, welche durch die massive Schädigung der Fischbestände in den Thüringer Gewässern entstehen, trägt seit Jahren allein die organisierte Angelfischerei, der Steuerzahler. Das Ergebnis der Kormoranpolitik für den Artenschutz ist erschreckend und hat mit zunehmenden existenziellen Problemen von Vereinen und Fischereiunternehmen, insbesondere im ländlichen Raum, mittlerweile auch soziokulturelle und wirtschaftliche Auswirkungen für die Gesellschaft erreicht. Warum fällt es so schwer zu akzeptieren, dass Kormorane in unserer Kulturlandschaft ebenso einer Regulierung bedürfen, was übrigens die Vogelschutzrichtlinie ausdrücklich zulässt, wie zum Beispiel das Schwarzwild? Wir hoffen sehr, dass rein ideologische Entscheidungen bald der Vergangenheit angehören, sich zukünftig möglichst rationales Denken und die Vernunft durchsetzen und dass die Erkenntnis wächst, dass in unserer stark zivilisatorisch beeinflussten Welt regulierende Eingriffe des Menschen zur Vermeidung von Ungleichgewichten einfach notwendig sind. So auch beim deutlich zu hohen Kormoranbestand, welcher ein vom Menschen gemachtes Problem ist.